Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Wir sind in Herliberg. Herr Blocher, es ist einiges passiert. Schauen wir mal in die Zukunft. In einem halben Jahr ist ja wieder Albis Gütli tagig. Jetzt hat man einen Nachfolger von Ihnen gefunden, den Roger Köppel. Was sagen Sie zu diesem Entscheid? Ja, der Kanton Partei hat so entschieden. Ich bin da nicht involviert. Ich habe gesagt, wir müssen schauen, wenn er das Albis Gütli tagig weiterträgt. Ich meine, ich habe die Albis Gütli tagig vor über 30 Jahren konzipiert. Und zwar Anfangsjahr eine Stellungnahme, eine parteiische Stellungnahme vom Parteipräsident. Das zwingt den Parteipräsident, um Partei Stellung zu nehmen. Was machen wir? Eine Beurteilung von der Welt und von der schweizerischen Situation. Und dann als zweiter Redner ganz ein anderer, nämlich der Bundespräsident, wenn er kommt, und sonst halt sonst ein anderer, der aber nicht das Gleiche vertritt, sondern wir sind ja kritische Partei. Wir sind nicht einfach, weil der Bundesrat etwas beschließt, ja, das müssen wir jetzt machen. Also wir gehören nicht zur CVP, die tanzen einfach ihren Leuten nach. Also oder? Mitte ja heute, ja. Ja, Mitte, jawohl, ja. Und ich habe das über 30 Jahre gemacht. Ich weiß es nicht mehr, glaube 33 Reden gehabt. Und habe ich gesagt, jetzt muss man es ändern. Schon mit 80 Jahren ist gesagt, dann haben sie aber nie einen anderen gesucht. Dann haben sie gesagt, so, jetzt gibt es öffentlich bekannt. Und jetzt müssen wir schauen, geht das Konzept noch? Und jetzt haben sie sich entschieden, wir bleiben beim Konzept. Und ein guter Redner ist der Köppel, jetzt macht er das. Ist eine Bedingung, dass er aus der SVP muss kommen, der, der erste Rede haltet? Ich meinte, das müsste so sein. Also wenn es das auch noch... Also, man kann ja auch noch eine andere Veranstaltung machen, aber der Sinn ist natürlich, es sind ja Zutritt nur die SVP-Mitglieder. Oder wenn die noch Gäste mitbringen, sind auch andere, das ist nicht so streng. Aber es geht jetzt um eine Stellungnahme der eigenen Partei. Und das verpflichtet natürlich die Partei nachher auch, zu sagen, aha, das sind also sehr anspruchsvolle Reden. Da kann man nicht einfach sagen am Abend vorhin, ja, morgen muss ich dann noch eine Rede halten und jetzt kann ich da etwas erzählen. Da muss man monatelang dran arbeiten. Eigentlich das ganze Jahr muss man immer dran denken, wie ist die Situation, was drängt sich auf das nächste Jahr. Und das sollte eine parteiische Stellungnahme sein. Ich habe immer gesagt, wir nehmen Partei für die Schweiz. Parteiisch. Und jetzt kommt der andere, der eine andere Sicht hat. Aber das ist der Jans, der schon zugesagt hat. Ja, das ist ein neuer Bundesrat. Ja. Und jetzt haben sie den gefragt und der hat zugesagt, weil Bundespräsident, weiß ich nicht, wer das nächste Jahr Bundespräsidentin ist, das Bocheller-Sutter. Ich glaube, ja, höchstwahrscheinlich. Ja, ja. Kann so genannt nicht, oder? Sie dann auch immer ein bisschen schauen, einen Grund finden, um nicht mehr zu kommen. Also, und jetzt kommt der und bringt er sicher eine andere Stellungnahme, oder? Der Roger Köppel ist ja unbestritten ein guter Rhetoriker, ein grosser Rhetoriker. Jetzt hat es ja auch Diskussionen gegeben, seine Ukraine-Stellungnahmen und so. Hat das auch einen Einfluss gehabt, der ganzen Findung vom Nein, Redner? Nein, nicht. Ich bin nicht dabei gewesen. Ja. Ich habe gesagt, ich bin nicht dabei. Jetzt müsst ihr euch lösen von dem, oder? Ich habe nicht bestimmt das Konzept. Ich freue mich, dass das Konzept so machen und jetzt durchführen. Und macht sicher Sinn, oder? Und jetzt Stellungnahme in der Ukraine. Jeder Redner kannst du irgendetwas sagen. Also er steht auf jeden Fall fest auf dem Boden der Partei, was den Kampf für die Schweiz anbelangt, dass wir noch die Zukunft selber bestimmen können und nicht Verträge unterschreiben, wie wir da jetzt wollen, mit dem Rahmenvertrag 2.0, jawohl, ja. Wo dann die EU sagt, was wir machen müssen. Und wo, wenn wir Streit haben, das Gericht von der Gegenpartei soll entscheiden. Und wir dann zahlen für das Ganze. Also, da ist er fest auf dem Boden. Und auch in der zweiten Frage, die ja eng zusammenhängt, Neutralität. Die wollen die Neutralität aufgeben, auch wenn sie es nicht sagen. Da wird da geschungelt, von morgen bis zum Abend. In Bern und haben wir auch behandelt. Ich meine, der Bundes, ja, die Anso sagt, wenn er einen Vertrag unterschreibt und er in der Zukunft nicht mehr selber bestimmen könnte, wird die Schweiz unabhängiger.
Er wird unabhängig, aber nicht die Schweiz. Das Schweizer Volk verliert das Stimmrecht. Das ist ja noch interessant, da wird er sicher ein Thema sein, mal bis Gütli, wenn er dort schon auftritt, oder? Ich nehme es an, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich bin der Zuhörer. Sie sind ja den Gast, ja. Ich gehe als Zuhörer, ja. Also, als Mitglied lade ich mich anmelde und ich hoffe, dass ich einen Platz bekomme. Das ist noch interessant, in der NZZ hat es diese Woche einen interessanten Artikel gehabt, auch eine Analyse über die SVP, haben Sie sicher auch gelesen gehabt, dass sich innerhalb der SVP immer mehr so einen Anti-Amerikanismus breit mache. Ja, habe den Artikel gelesen, sehr reisig. Von Herrn Häsler, von ja. Häsler, ja. Also, das ist auch so, weil ich jetzt die Zürcher Zeitung hätte, ich denke, nachdem sollen doch mal kontradiktorische Dinge machen. Muss doch ein SVPler stellen. Ich würde gerne Stellung nehmen zu dem. Was schreibt der? Der schreibt, weil wir für die Neutralität sind, für die schweizerische Neutralität. Es geht um eine besondere, dauernd, bewaffnet und integral, das heisst umfassend. Also auch andere Zwangsmittel, nicht nur wenn man mit Krieg führt, mit Waffen, sondern Krieg mit Hungersperren und Terrorzeugen, die machen wir nicht mit, damit wir nicht in Krieg gezogen werden. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht in Krieg gezogen wird. Und jetzt sagt er, ja, aber es gibt auch Linke, die... Aber man sagt ja, die SVP und die Linke sagen, und im Moment sagen sie natürlich, du bist jetzt, wenn du also neutral bist, bei einem Krieg zwischen Amerika und Russland, weil er sich jetzt in der Ukraine austreibt, und du bist neutral, dann bist du ein Amerika-Find. Ein Anti-Amerikanismus macht sich breit. So primitiv ist der. Aber gibt es den Anti-Amerikanismus? Nein. Aber wir sind auch nicht der Meinung, dass wir alles, was die Amerikaner machen, als richtig empfinden. Wir sind natürlich... Gesinnungsmässig ist ja klar, sind wir mehr auf der Seite von Amerika als auf der Russland. Schon aus demokratischen Gründen, ist ja klar. Aber, Russland, aber Amerika hat uns in den letzten Jahren mehr geplagt als die Russen, muss man auch sehen. Inwiefern? Ja, ja, Bankgeheimnisse und all das Zeug erzwungen und mit Sanktionen gegen die Schweiz und Bankwegelin hochgelassen und so weiter. Also da. Da gibt es nichts zu wollen. Sie sind dann auch brutal. Es war immer ein bisschen. Auch während dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner haben für unsere Neutralität kein Verständnis gehabt. Er hat gesagt, wer nicht für mich ist, ist wider mich. Einer, der das gesehen hat, der eine Hauptrolle gespielt hat im Zweiten Weltkrieg auf der westlichen Seite, war der Churchill. Churchill hat nach dem Krieg gesagt, ihr sind nicht auf unserer Seite gewesen. Aber ihr habt alles gemacht in eurem Land, dass Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit gewahrt sind. Ihr seid auch nicht auf der Seite von der Deutschen gewesen, also von der Nazi-Armee, obwohl ihr umringt sind von denen und gefördert sind von denen. Ihr seid gestanden, aber habt euch nicht in Kriege gemischt, damit ihr nicht gezogen werden. Und das ist erlaubt, ihr müsst im eigenen Land die Sicherheit und den Frieden retten. Das war der Churchill, der hat weiter darüber ausgesehen. Die Amerikaner haben gesagt, ja, nein, die Kaiper sind, oder, sie sind ja weit weg natürlich von den europäischen Verhältnissen. Viele wissen gar nicht, was die Schweiz überhaupt ist und verwechseln es mit Schweden. Aber, und da muss man jetzt sehen, in diesem Krieg, wo in der Ukraine ist, wer da auf eine Seite geht. Und das haben wir jetzt eben gemacht. Der Bundesrat ist plötzlich umgekehrt und hat gesagt, wir tun Sanktionen gegen Russland vollziehen wie die EU. Wir laufen jetzt der EU hinein und sind jetzt natürlich, wir sind zur Kriegspartei geworden. Für die Russen, ist klar. Für den, der mir hilft, ist man keine Kriegspartei, man ist auf der richtigen Seite, aber der andere kommt immer auf den anderen an. Und das ist eine grosse Schwäche für die Schweiz. Wir sind entweder neutral oder man kann sagen Frieden oder Krieg. Aber es ist schon noch interessant, dass plötzlich die SVP, also Sie haben es ja vorhin betont, das ist ja eine schweizerische Veranstaltung, schweizerische Politik, dass plötzlich die
eben gerade der Ukraine-Krieg sich widerspiegelt auch bei der SVP, dass man jetzt sagt, eben, die SVP hat eine innere russische Haltung, oder? Ja, weil, warum? Ja. Weil sie nicht als Kriegspartei sind und sagen, wir gehen jetzt voll auf die ukrainische Seite, das ist Amerika. Also man muss auch nichts sagen, das ist ein Krieg zwischen Amerika und Russland. Eben, der Ueli Maurer ist ja wegen einem Interview jetzt in der Weltwoche, auch diese Woche, unter Beschuss gekommen, oder? Wo der Putin gesagt hat, das ist ein rationaler Denker, ob der lebt oder der chinesische Staatspräsident. Ja, natürlich. Ja. Der ist der Chef von Russland. Und wir müssen ja nicht für den sein. Aber ist jetzt, wir sind ja auch nicht für den Hitler gewesen. Also wir haben also die Nazi-Kaste in der Schweiz bei den Grenzen aufgewachsen. Aber wir haben gesagt, wir müssen neutral sein. Wir sind ein kleines Land, bewaffnet. Die ganze Armee hat man in die Alpen gezogen, damit der Eintrittspreis so hoch ist, wenn er im Wahl kommt, verliert er so viel, dass er das gar nicht macht. Und das ist gelungen, er ist nicht gekommen. Er hat die Pläne, die er gegeben hat, wir gehen durch die Schweiz durch, die sind nicht vollzogen worden, weil der Verlust, wo der Hitler mit seiner Armee so groß gewesen, dass er gesagt hat, das machen wir nicht. Und das ist eben der Sinn von der Neutralität. Mit dem Hitler auch gesagt, los, wir sind nicht für die anderen. Wir gehen nicht miteinander. Also immer der Bundesrat, nicht die Leute. Die Leute sind gesinnungsmässig schon auf dieser Seite gewesen. Und jetzt muss man sehen, jetzt kommt die Zürich-Zeitung, das ist ein primitiver Artikel. Ah, ihr seid neutral. Ihr seid auch gleich wie die Sozialdemokraten. Die sind auch gegen den NATO-Beitritt. Also primitiv, ja, als in Form einfach oder wirklich ein dummen Artikel? Ja, einfach einseitig. Einseitig, ja. Es wird dann eben einseitig, indem man sagt, ja, die sind gegen den NATO-Beitritt, also schwächen die Schweiz. Wie wenn wir in die NATO gingen, eine Verstärkung wäre für den Frieden in der Schweiz. Wir sagen, es ist das Gegenteil. Und wir haben immerhin den Vorteil, dass wir das 200 Jahre bewiesen haben. Er hat keinen Beweis. Er glaubt einfach an die NATO und er glaubt, dass die Amerikaner den Neuen kommen helfen. Das ist ja also sehr gesucht. Ist in Amerika immer noch heute die treibende Kraft auf der Welt? Ja. Das ist jetzt auch die Frage. Ist ja, nach dem Kalten Krieg war es zuerst. Mhm. Weil Russland ist. Ja, aber da haben wir gemeint, ewig Frieden und alles. Ja. Russland ist. Die Sowjetunion ist zusammengegangen aus wirtschaftlichen Gründen. Ist geschwächt gewesen. Und China, wo ja erst so in den 80er Jahren angefangen hat, sich wirtschaftlich zu lösen vom Kommunismus, ist noch nie eines gewesen. Und Indien auch. Und heute sieht das ganz anders aus. Neben Amerika haben Weltmachtambitionen und zum Teil auch in einzelnen Positionen erreicht, sind Chinesen. Ich muss immer sagen, wenn Sie die Autoindustrie anschauen, die sind ja damals noch niemand gewesen. Haben ja nicht einmal Auto gehabt. Die ersten, die Auto produzierten in China, waren die Deutschen gewesen. Und heute ist China das Nummer 1 in der Autoherstellung. Hat also Japan und Amerika übertroffen. Und die gehen jetzt führen und haben auch, sagen wir, sind jetzt auch eine Weltmacht. Amerika hat natürlich einen grossen Vorteil, weil der Dollar ist die Weltwährung. Und Amerika ist auch weltmäßig wirtschaftlich das Nummer 1. Oder die haben natürlich eine Wirtschaftsform, auch, das gefällt uns auch, das Liberale, Demokratische. Man sieht, wie der Präsident mal ist, da geht sehr demokratisch zu. Das kann man von Russland und von China natürlich nicht sagen. Und in dieser Situation stehen wir jetzt. Und NATO, und das ist ja der Nordatlantik-Pakt. Das ist, dass sich die westlichen Staaten zusammentun haben. Wir verteidigen jetzt europäische Länder. Das sind die Grossen natürlich maßgebend gewesen. England, heute noch, oder? Frankreich und Deutschland, aber Deutschland geschwächt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann Amerika. Und in den letzten Jahren
haben die europäischen Armeen so weit abgebaut. Und Amerika war die führende Militärmacht in der NATO. Sie haben auch einen Haufen alleine gemacht. Auch den ganzen Kosovo-Konflikt haben die alleine gelöst. Noch gegen den UNO-Sicherheitsrat. Das war also nicht einmal ein Angriffskrieg, nicht illegal. Und sie haben es. Trump hat dann gesagt, die haben nichts mehr gemacht, die haben die Armee nicht aufgebaut und wir müssen alles tragen, das wollen wir nicht mehr. Und er hat recht, Amerika ist militärisch vorne im Westen, gibt es nichts zu wollen. Aber man darf es ja nicht überschätzen. Und jetzt, wir haben ja nichts gegen das und wir sind ja auch froh, dass die in Europa den Frieden waren. Aber für den Schutz vom eigenen Land ist die dauernd bewaffnete Neutralität besser. Und jetzt, wenn das sind die Artikel von Herrn Häsler, wenn ich sage primitiv, das ist einfach ein Artikel, wo er sagt, wir gehen in die NATO, wenn wir in der NATO drin sind, sind wir geschützt. Und in Bern machen es noch mit, vor allem Frau Amherd, weil es ist einfacher, der NATO beizutreten, statt den eigenen glaubwürdige Landesverteidigung aufzuziehen, oder? Aber es gehen ja beides, oder? Ja, aber das machen wir dann nicht mehr. Weil hast du dann immer gesagt, wenn du schon üben mit der NATO, sind Angriffsarmeen. Das sind nicht in erster Linie Verteidigungsarmeen. Wir brauchen etwas ganz anderes. In einem Gelände, wo wir kennen, wo wir daheim sind, den Schutz machen. Und das ist jetzt noch auch von grosser Bedeutung. Sagen wir, ja, aber wenn Fernschrecken geht, natürlich haben wir das. Kann auch sein, dass eine die Schweiz trifft. Kann sein, dass uns einen Angriff mit einer Fernwaffe, dann sind wir im Kriegszustand. Und im Kriegszustand gibt es natürlich keine Neutralität mehr. Dann muss man, das ist auch immer anerkannt, um sich im Krieg zu schützen, kann man sich auch mit einem anderen, der uns hilft, verteidigen. Aber das geht man nicht in erster Linie üben. Also, den Fall üben, was machen wir, wenn wir dann schon angegriffen werden, statt das, was eine Armee macht, dafür zu sorgen, dass der Gegner nicht kommt. Das haben sie jetzt einen Preis gegeben. Und die haben, das sind alles die Kräfte, die das Militär abgebaut haben in den letzten 30 Jahren, oder? Und gesagt, ja, man braucht sie nicht mehr, man macht sie nicht mehr und immer mehr nachgeht. Wenn der so eine unglaubliche Fähigkeit hatte, nämlich innerhalb zwei Tagen die ganze Armee zu mobilisieren mit einem wunderbaren System, einem schweizerischen System, dann hat man Partnerschaft für den Frieden gemacht, das sind ja schöne Wörter, Partnerschaft mit der NATO. Dann hat man das NATO-Verteidigungskonzept angefangen, einüben, oder? Man ist ja Partner, man ist ja Partner. Und man ist noch nicht Mitglied, aber man ist Partner und das geht noch ohne Volksabstimmung. Und vielleicht sogar ohne Parlament und alles, die Schlaumeiereien. Und haben wir das System aufgegeben. Wir können damit nicht mehr mobilisieren in zwei Tagen. Sagen wir, es ist gar nicht mehr nötig. Wie lange ging es heute? Eine Woche? Nein, viel länger. Also man könnte einzelne Einheiten, das ist jetzt wieder in der Ueli Maurer, hat denn das, wo er da mehr übernommen hat, hat das ein bisschen versucht, rückgängig zu machen. Man muss sehen, bis dahin hat jede Kompanie in der Schweiz ihre Mobilmachungsort gehabt. Das hat man gewusst, wo muss man hin, wenn es losgeht. Jeder Soldat hat gewusst, ich muss dahin säckeln. Das Wichtigste ist das Zettel, das man ihm gegeben hat, wenn er heimgegangen ist. Wo rücke ich ein, im Ernstfall? Und dort, das hat man rekognosziert, das sind Bauernhöfe und so weiter gewesen. Und jeder hat sein Material gehabt, im Zeughaus, hat er können holen. Das ist alles nicht mehr so, weil Dings hat, die NATO hat ein anderes Prinzip. Wir haben beim Fassen vom Material das Hohlprinzip gehabt. Man ist sein Material im Zeughaus geholt. Das haben wir auch jedes Jahr im Wiederholungskurs eingeübt. Man rückt ein, wie wenn man müsste den Krieg. Und jeder holt jetzt sein Material und schaut die Ausrüstung sofort in einem Tag. Nicht einmal, man braucht nicht einmal einen ganzen Tag,
um das hinzubringen. Und das haben wir aufgegeben, heute. Muss also die Örtlichkeiten, man muss es nicht genau nehmen, aber man muss Gamaschen in Genf holen und den Anzug in Wiel und Taschenlampe in Kreuzlingen und weiss ich was. Bis das funktioniert. Und dann sagt man nochmal, bringt's, oder? Die Zuverlässigkeit vom Bringen. Das sind Preisgaben von unseren Stärken. Und jetzt kommt man hinterher und sagt, ja, wir sind nicht mehr fähig, euch zu verteidigen. Das ist auch wieder ein blöder Satz. Verteidigen gegen wen? Wir hatten nie eine Armee gehabt, die können sagen konnte, wenn uns alle auf der Welt miteinander angreifen wollen, können wir da den Krieg gewinnen. Das haben wir doch immer gewusst. Aber wir haben gesagt, wir können die Schweiz verteidigen, wir kennen unsere Stellung. Am Schluss noch der Höhepunkt während dem Zweiten Weltkrieg, wo wir umgeben sind, wo der Guizot alle Offiziere aufs Rüte genommen und gesagt, jetzt gehen wir in die Alpen und machen das so zu, dass wenn der Gegner da, wo er will, nämlich durch die Schweiz durchkommt, das hätte Hitler wollen, von Deutschland auf Italien freie Verbindung, dann schlagen wir so zu, dass er nicht durchkommt. Mit allen Brücken und alles glatt gemacht, hätte man sprengen können. Das ist Verteidigung und es ist gelungen. Jetzt die jungen Schnüssel, die da kommen, die Historiker, die sagen, ja, das war eine gefährliche Strategie. Das war gar keine Strategie. Das war einfach eine Unterwerfung. Man hat da noch und derige Blödsinn. Eine Strategie hinterher ist immer dann richtig gewesen, wenn sie funktioniert hat. Und sie hat funktioniert. Den Gegner hätte man können abhalten. Nicht nur mit der Armee natürlich, man hat auch diplomatisch und verhandelt. Oder? Man hat auch die Gotthardbahn, ist ja zwischen Deutschland und Italien gelaufen. Sie hat nur keine Kriegsgüter dürfen. Transportieren. Zum Abschluss noch. Aber gleich gäbe es denn noch eine Möglichkeit zu einer Zusammenarbeit mit der NATO? Oder überhaupt keine, oder? Nein. Wir haben ja immer mit den Armeen auch zusammen geschaffen, auch früher schon, oder? Aber immer wir sind bleiben selber. Und wenn die NATO bestimmt, dann geht es nicht mehr. Man hat natürlich mit der Partnerschaft für den Frieden hat man denen den kleinen Finger gehabt und jetzt wollen sie die ganze Hand begreifen. Also, das ist militärisch ein bisschen von den ganz grossen Themen, die wir auch noch hatten diese Woche. Reden wir nächste Woche darüber. Das ist sicher die Börse noch hochinteressant. Was da passiert, da können wir nächste Woche analysieren. Und dann hat es noch einen Rechnungsfehler gegeben bei der AV. Vielleicht können Sie dort mal sagen, was da passiert ist. Ja. Nimmt die Leute natürlich auch Wunder. Das ist der Blocher gewesen. Wir merken auf jeden Fall, ein Sommerloch gibt es bei den Themen nicht, oder? Nein, ja. Also, leider müssen halt alle Politiker mal in die Ferien und die ganze Verwaltung. Dann hätten wir Ruhe. Genau, also, aber wir haben immer etwas zu diskutieren. Das war der Blocher gewesen. Ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit.